für den Minidienst, denn die heutige Globalisierung als weltumspannender Warenkonsumoptimalismus eines Imperativs, du musst genießen, du darfst nicht nicht genießen, ist nichts anderes als die wieder erreichte matrilineare Ordnung als gescheiterter Versuch eines Neins, eines Verbots des despotischen Vaters, denn das Gesetz, das darin als Antigones andere Ordnung herrscht, war immer schon: Du bist verpflichtet, die Minnedienste des Herakles zu leisten. Du musst deine Gaben anliefern. Du musst Austausch der Waren leisten. Du musst Gaben anliefern am Adyton. Und du hast dich gefälligst am Ende ohne Rückforderungsansprüche auf eigenes Genießen, auf eigenes Sein wieder zu verziehen, sobald du deine Aufgaben erfüllt hast. Dieser ephemer, profane, allumfassende Warenaustausch in einem sich selbst referenziellen Versorgungsautomatismus durch die Sozialsysteme, in einem Entledigung jeglicher aristophanischer Verschmelzungs-, Verlötungsphantasmen, dass sich die Liebesaktionen auf den Zweiten, den zu ergatternden, den zu behaltenden, den lebenslang sich verpflichtenden anderen richten würde und nicht auf das Dritte, auf kurzzeitig die Zweite, die Andere, die daraus ihr drittes Produkt macht, mit dem sie dann tatsächlich verschmolzen und mit einem Vertrag verbunden ist und nicht mit Paktierungen wie mit dem kleinen Säugling, dem Zuchthilfsklaven, dem Herakles der Hera. Das ist nichts anderes als das gelungene Experiment, die des Herrschaft, das Gesetz der Antigone auf die ganze Welt auszudehnen. Die kleinen Katastrophen wie heute Corona sind ebenfalls ein Zeichen dadurch, indem nun gefragt wird, ob das Gesetz wie bei MeToo nicht sein sollte. Ja, Austausch, Begegnung, Verpflichtung, Verantwortung schon, aber rück mir bloß nicht auf die Pelle und halte Abstand von mir, nachdem du dein Schärflein, dein Seim, deinen Sermon abgeliefert haben würdest, und dies nun als Warengesetz einzuführen. Mal schauen, ob sie sich das bieten lassen würden, eine nicht mehr staatlich geforderte Gesetzlichkeit hier einzufordern an Quarantäne, sondern dies ihnen aus freien Stücken ins Hirn zu pflanzen, damit sie sich sorgten um die anderen